Hallo Fußballfreunde, in dem heutigen Interview mit dem Bundesliga-Torwart Jens Grahl berichtet er über seine Höhen und Tiefen auf dem Weg zum Profi und gibt zudem wertvolle Tipps. Nach einem kurzen Intro geht's los. Okay, wir sprechen heute mit Jens Grahl. Ich habe das Glück, Jens schon sehr lange persönlich zu kennen, da wir als Mannschaftskameraden gemeinsam in der Jugend bei den Stuttgarter Kickers gespielt haben und uns auch heutzutage immer wieder auf dem Gelände des VfB über den Weg laufen. Jens ist trotz seines Erfolges immer auf dem Boden geblieben und man kennt ihn als sympathischen und gut gelaunten Typen, der Profi durch und durch ist. Als wir ihn gefragt haben, ob er dazu bereit ist, den vielen Kids da draußen, die den Traum haben, Profi zu werden, von seinen Erfahrungen und seinem Weg zum Profi zu berichten, war er direkt dabei. Wir sind schon sehr gespannt und freuen uns auf das Gespräch. Doch bevor wir starten, wollen wir Jens kurz vorstellen. Jens ist 32 Jahre alt und Bundesliga-Torwart beim VfB Stuttgart. Seine ersten Kickstiefel schnürte der gebürtige Stuttgarter für seinen Heimatverein TSV Münster. Von dort ging es für Jens über die Spielvereinigung Feuerbach in die Jugend des VfB Stuttgart, wo er bis zur U17 spielte. Nach einer Zwischenstation in der U19 der Stuttgarter Kickers zog es ihn nach Fürth, wo er zunächst für die zweite Mannschaft auflief. Durch starke Leistungen schaffte er den Sprung in den Zweitligakader von Greuther Fürth und sammelte dort seine erste Profierfahrung. Mit 21 wechselte Jens nach Hoffenheim. Dort blieb er bis auf einjähriges Intermezzo in Paderborn 7 Jahre und reifte dort zum Bundesliga-Torwart. 2016 kehrte Jens zurück in seine Heimat und hütet seitdem den Kasten des VfB Stuttgart. Frage, es ist ja klar, viele Jungs, ja, die sind im Nachwuchsleistungszentrum unterwegs, investieren sehr viel, aber nur wirklich ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz von denen wird dann auch oder schafft auch den Sprung in den Profibereich. Hast du vielleicht eine Antwort darauf, warum es nur so wenige Jugendspieler schaffen, ja, den Sprung ganz nach oben? Bin ehrlich, ich hatte auch sehr viel Glück, dass wir damals bei den Kickers eine super Mannschaft hatten in der A-Jugend-Bundesliga, wo wir sehr erfolgreich waren und wo ich mich auch immer auszeichnen konnte. Aber natürlich muss man natürlich auch seinen Traum leben. Alles dafür geben, viel dafür zu opfern, sei es natürlich die Wochenenden und auch die Trainingseinheiten immer viel zu investieren. Im Endeffekt, am Ende ist es Talent, Können und Glück. Okay, ja, ich gehe mal davon aus, klar, Glück im Sinne von auch verletzungsfrei zu bleiben, ja, dass der Trainer auf einen baut. Genau, ja. Und genau. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Ja, das ist natürlich... Genau, das wollte ich damit sagen, dass du halt, wenn du dann halt bei den Spielen bist, dass du natürlich deine Leistung dann abrufst und dann gesehen wirst von Scouts oder von Vereinen, Beratern oder sonst irgendwas. Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort muss er dann auch parat sein. Okay, klar, das kann ja dann oft so laufen. Man investiert viel und man hat nach wie vor den Traum, aber der Traum, ja, der funktioniert nicht. Hast du in dem Fall einen Plan B gehabt, wenn es mit dem Fußballprofi-Dasein nicht funktioniert hätte? Na, ich war ehrlich gesagt, wo ich noch jung war, sehr naiv. Ich habe ehrlich gesagt nur daran geglaubt, Fußballprofi zu werden. Und bei mir hat es geklappt. Ich hatte keinen Plan B. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt damals. Ich habe sogar meine Schule abgebrochen. Ich habe meinen Realschulabschluss gemacht. Ich war im Gymnasium, habe die mittlere Reife dann gemacht, habe dann die Schule abgebrochen und habe wirklich alles auf eine Karte gesetzt. Also ich hätte einen Plan B haben können, klar, ich hätte eine Ausbildung machen können, aber ab dem Zeitpunkt, wo ich dann 17 war, wo ich dann wirklich die Chance gesehen habe, wo ich dann nach Fürth gewechselt bin, habe ich dann alles auf eine Karte gesetzt einfach. Okay, gab es einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt bin ich mir sicher, dass ich es schaffe, Profi zu werden? Gab es irgendwie so einen bestimmten Moment oder eine bestimmte Phase in deiner Karriere? Ja, das war tatsächlich damals... wo wir bei den Kickers zusammengespielt haben in der A-Jugend, in der A-Jugend-Bundesliga-Jahr, wo wir halt echt gut gespielt haben. Und wie gesagt, wo auch dann viele Berater auf mich zugekommen sind, haben gesagt, dass ich das Zeug dazu habe, wo auch viele Vereine auf mich zugekommen sind damals. Und dann
habe ich schon die Chance gewittert und ja, und habe sie dann auch wahrgenommen, wo ich dann nach Fürth gewechselt bin damals. Okay, und ich kann mir natürlich vorstellen, dass es nicht immer alles rosig lief. Ja, es gibt natürlich bestimmt auch mal Rückschläge. Kannst du dich dann bestimmte Situationen erinnern, wo du dann vielleicht auch mal das Ganze vielleicht ein Stück weit auch negativer gesehen hast? Auf jeden Fall. Ich hatte ja auch zwei große Verletzungen, zwei schwere Knieverletzungen, wo ich fast zusammen 2 Jahre ausgefallen bin, also jeweils 7 Monate, ja, 1,5 Jahre. Klar, da zweifelt man dann schon. Vor allem bei der ersten Verletzung, da war ich ja in Paderborn ausgeliehen von Hoffenheim. Da habe ich mich schwer verletzt. Ja, und da lief schon alles gegen mich, sage ich mal. Aber da muss man einfach an sich glauben, muss an sich arbeiten, das Reha-Training absolvieren und trotzdem fokussiert bleiben. Und ich wurde dann auch belohnt. Ich bin dann nach Hoffenheim zurück und durfte dann sogar spielen in der Bundesliga. Und das hat mir dann gezeigt, dass ich auch mit Rückschlägen umgehen kann. Dass man mental auf jeden Fall stark sein muss als Bundesliga-Profi. Ja, das glaube ich. Vielleicht, wenn du gerade von deinem ersten Bundesligaspiel erzählst, kannst du das Gefühl beschreiben? Also war es genauso, wie du es dir vorgestellt hast? Oder waren es einfach Druckbedingungen, die man gar nicht irgendwie sich vorstellen kann? Ja, also im ersten Sinn war es natürlich pure Freude, sag ich mal. Also wo ich habe eine Woche vorher durfte ich im Pokal spielen damals. Das war auf Schalke, da haben wir gewonnen. Da habe ich gut gehalten und dann wusste ich eigentlich schon, dass ich gegen Frankfurt eine Woche später spielen würde. Und ich wurde eigentlich erst, was heißt nervös, richtig angespannt, wo es dann auf den Platz ging. Also davor war es einfach nur pure Freude. Klar, man denkt immer drüber nach, was kann passieren, was wird passieren, wie werde ich halten, wie wird das Spiel laufen, aber im Endeffekt kann man es ja eigentlich gar nicht beeinflussen, nur wie man seine Leistungen bringt. Und tatsächlich ist dann echt überragend gelaufen, ich habe ein super Spiel gemacht, wir haben gewonnen und das ist einfach vor so vielen Zuschauern damals, ich weiß nicht, wie viel in Frankfurt reinpassen, ich glaube 50.000, 60.000, das war einfach überragend und dann noch mit dem Sieg, also ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Okay, ja, schöne Geschichte auf jeden Fall. Die Jungs stellen sich natürlich immer die Frage, die spielen ja schon auf einem gewissen Niveau. Muss man selber mehr tun als die anderen in seiner Freizeit, um wirklich den Sprung ins Profigeschäft zu schaffen? Was sagst du dazu? Ja, natürlich. Irgendwann trennt sich immer dann die Spreu vom Weizen, sage ich mal. Irgendwann merkt man das auch. Weil irgendwann reicht halt Talent nicht mehr aus. Man muss schon viel investieren. Das ist halt vorhin, was ich gesagt habe. Man muss halt auch viel opfern dafür, dass man Profi werden kann. Ja, man muss auf jeden Fall viel machen. Und muss man natürlich auch nicht nur sich auf sein Talent verlassen, sondern auch in den Trainings immer Gas geben und auch in den Spielen. Man muss, wie ich schon gesagt habe, auch viel aufopfern. Viel Freizeit aufopfern. Ist halt in der heutigen Zeit auch mit Insta und TikTok und alles. Es ist natürlich vielleicht nicht so viel davon ablenken zu lassen, weil ich kenne es von früher. Wir waren halt früher fast jeden Tag auf dem Bolzplatz, haben gekickt mit unseren Jungs oder in irgendwelchen Soccer Halls und haben viel gekickt. Und ja, das hat mir schon viel gebracht auf jeden Fall. Okay. Wenn du jetzt das Spiel von heute anschaust, ja, wenn du 3 wesentliche Merkmale von einem Profispieler benennen müsstest, also was muss ein Profispieler, welche 3 Kriterien oder Merkmale sollte ein Profispieler mitbringen, deiner Meinung nach? Oh, gute Frage. Ja, auf jeden Fall Ehrgeiz, Wille und Spaß am Spiel. Okay. Weil es darf nie verloren gehen, auch wenn dann der Fußball, wenn du dann den Fußball als Beruf hast, ist es trotzdem noch die schönste Sache der Welt und es soll immer Spaß machen. Und wenn es keinen Spaß mehr macht, dann sollte man aufhören. Ja, absolut. Und abschließend noch eine letzte Frage.
Was würdest du allen Jungs und Mädels da draußen, die den großen Traum haben, Profi zu werden, mit auf den Weg geben? Welchen Ratschlag? Ja, wie gesagt, wenn ihr einen Traum habt, haltet daran fest, glaubt fest daran. Und wenn es auch nicht passieren sollte, das Leben hat so viele Facetten, dass man auch andere Sachen machen kann. Aber wenn ihr den Traum habt, Fußballer zu werden, bleibt einfach dran, gebt Gas, lasst euch nicht abhalten, egal auch von Kritikern oder sonst irgendwas. Glaubt immer an euch selbst. Und ja, das ist mein Rat eigentlich. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das wird natürlich viele junge, motivierte Spieler da draußen nochmal den extra Schub Ehrgeiz geben. Ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas, was du sonst berichten möchtest? Alles gut. Ja, Bleibt gesund, gibt Gas. ich glaube, in der aktuellen Situation auch ganz wichtig, dass man gesund bleibt. Nein, dann. Jens, vielen Dank, ja, dass du dir wirklich die Zeit genommen hast. Ich Gerne, glaube, gerne. die Möglichkeit hat man nicht jeden Tag, einfach einen Bundesliga-Profi mal so im Detail zu fragen. Bleib gesund, bleib verletzungsfrei auf jeden Fall. Ich denke, ja, wir sehen uns zeitnah irgendwann wieder. Jeden Und Fall. ja, weiterhin viel Erfolg. Fußballfreunde, vielen Dank, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr in Zukunft mehr solche Inhalte sehen wollt, dann lasst doch ein Abo da.